Hallöchen, Freunde, und schön, dass ihr am Start seid zu dieser wahrscheinlich für euch unerwarteten Folge. Warum kommt eine? Ich habe ziemlich Bock, mit euch Jagdloot zu legen und der Stream heute Abend wird sehr wahrscheinlich ausfallen. Es tut mir leid, aber bei über 30 Grad ist es einfach nicht möglich. Wir haben es jetzt gerade mal um 10 früh, also es ist eigentlich noch relativ mild und ich bin jetzt schon am Schwitzen. Und ganz ehrlich, heute Abend, wenn hier den ganzen Tag die Sonne drauf geballert hat, das halte ich nicht aus und es soll ja auch Spaß machen, die ganze Geschichte. Ich denke, ihr könnt das verstehen, wenn ich hier dahin schmelze. Ich kann nicht 2-3 Stunden hier mit 40 Grad im Nacken sitzen. Ja, und ich habe Bock, wie gesagt, Jagdloot mit euch zu legen. Es wird Zeit. Letzte Folge haben wir uns halt ein bisschen sehr doof angestellt. Ach, jetzt habe ich schon wieder 3 Minuten ausgeruht, vertrödelt. Komm, wir gehen nochmal schnell zurück. Ich habe mir meinen Kampf nochmal angeschaut. Habe ein paar Fehler bemerkt, die ich sehr gerne jetzt nicht mehr machen würde. Hier, ich will gemütlich 10. Jetzt, was war denn da los? Komplett nochmal angeschaut, gemerkt, so ein paar Sachen können wir wahrscheinlich besser machen. Oh, Frostner können wir gleich nochmal reparieren. Und dann probieren wir es einfach nochmal. Ich habe Tränke für uns hergestellt, ohne Ende. Also ihr seht, 10 und 9 Stück. Gerstenwein haben wir leider plus 4. Da habe ich jetzt erst gerade zum Schluss dran gedacht, als ich gerade aufnehmen wollte. Das dauert halt auch immer so verdammt lange, bis so eine Mischung fertig fermentiert ist. Deswegen, ich hoffe einfach, es passt. Wir werden sehen. Ansonsten kommt halt noch eine Folge. Gehen wir ein drittes Mal rein. Ist ja auch nicht wild. Der erste Fehler, den ich bemerkt habe, ist, wir haben uns am Anfang, glaube ich, ein bisschen zu lange Zeit gelassen. Der kommt ja aus dem Boden und ich will es mal probieren. Aber ich denke mal, wir können da einfach schon auf ihn drauf einschlagen. Ach so. Ja, ich bin auch schön dumm. Jetzt dachte ich mir, ich habe was Schlaues bemerkt. Aber der wird ja noch draußen sein. Wir beleben den ja nicht neu. Gut, das war schon mal dumm. Ich habe uns noch ein paar Frostpfeile hergestellt. Mal gucken, ob die mehr reinhauen. Wer müsste ja jetzt noch hier irgendwo rum... Ja, oh Gott, und er hat sogar wenig Leben. Perfekt, hat ja doch funktioniert. Ich dachte, der hielt sich hier komplett hoch. Homie, wo bist denn du? Das ist natürlich ideal. So, Frostpfeile sind ausgerüstet. Ah, er ist wieder voll. Ach komm, ey. Und noch ein Loks am Start. Wie fies. Das ist ja wirklich richtig mies. Gönnt dir das Spiel mal ganz kurz was und dann... Och nö, doch nicht. Na, jetzt haben wir das Problem mit dem Loks. Das ist ein sehr, sehr großes Problem. Also, was sagt man über die Frostpfeile? Wir machen schon ein bisschen was, ne? Oh Gott, gar nicht mitbekommen. Also ich würde sagen, wir nehmen wieder Frostner, wir nehmen wieder das Schild. Knochenwanz, oh Gott, wir müssen Gerstenwein aktivieren, ich depp. Knochenwanz nehmen wir erst, wenn wir schon bis... Ah, oh, scheiße, der Loks. Mann, nee, der Loks fuckt ab. Wir müssen hier raus und müssen den Loks erstmal legen. Anders geht's nicht. Ich kann hier nicht noch mit einem Loks am Start anfangen, die ganze Kacke zu machen. Das wird nix. Also Loksi blocken. Ja, guck mal, ne? Ich meine, die Fullinger Stufe 2 und so sind schon stärker, aber trotzdem. Nein! Jetzt haben wir geblockt. Und einen starken rein. Zack. Und erstmal wieder weg. Ja, kümmern wir uns erstmal darum. Ja, ein scheiß Start jetzt. Er ist komplett voll. Und guck mal, der hat schon wieder die ganzen Frostpfeile hochgehealt. Der Heal ist echt scheiße. Das hätten sie weglassen können. Na, ah, da wollte ich zu viel. Was macht Loksi? Jetzt rennt's weg. Gehst jetzt an mein Portal oder was? Scheiße, Meteoriten. Mist, ich dachte, wir können geiler starten. Weil die Sache ist, wenn wir den von Anfang an hätten auf den Kopf gehauen, glaube ich halt, hätten wir dem schon so viel Schaden machen können. Oh, der kam aber unerwartet. Scheiße. Ah. Ah, tot. Oh Gott. Sterben bestimmt gleich. Und ich dachte, wir gehen hier voll motiviert viel besser rein. Komm jetzt, Loks. Jawohl. Was kommt jetzt? Ja, und wir kriegen den ab. Scheiße. 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 Brauchen schon den ersten Trank. Was war denn Leben? Die 8, ne? 7. Knochenwanz dran. Na, okay. Wir haben es erstmal nicht. Jetzt habe ich beide Tränke reingehauen. Ich depp. Mann! Was ist denn? Loksi? Hat Loksi losgelassen? Nee. Ach, Menno. Was für ein Drecksstart. Jetzt hau doch ab. Also, einigen wir uns drauf, die Pfeile bringen gar nichts. Wenn wir hinterm Baum bleiben, geht, ne?
43, 6, 37. Scheiße, das habe ich zu spät gesehen. Alter Schwede, der haut hier aber auch rein, ne? War das? Ne, es war eine Möwe. Wir haben keine Ausdauer mehr. Ich will jetzt noch mal kurz gucken. Also hier so ein Ding auf dem Kopf. 49 Schaden, ja? Hält der Baum das aus? Jetzt nehmen wir mal den Nadelfeil. 20. Also die Frostpfeile sind deutlich geiler. Sei denn, wir haben gerade richtig beschissen getroffen, aber ich glaube eigentlich nicht. Problem ist halt nur, dass das ganze Pfeilschießen halt ohne Ende Ausdauer verbraucht. Nehme ich auf, ja, Gott sei Dank. Also wir wollten wieder mit Frost nah ran. Knochenwanst, zack. So, jetzt macht er die Scheiße. Zieht uns mit Knochenwanst aber erstmal nicht so extremst viel ab. Und jetzt müssen wir hier draufhämmern, wie die Sau. Bam. Guck mal, wir kriegen gar nicht so viel Schaden. Es ging. War es nur die Verbrennung? Sind wir safe? Kann das sein, dass wir safe sind? Wenn wir hier so unter ihm stehen. 90, ja, schon ein bisschen was, aber mit Knochenwanst immer noch auszuhalten. 10 Sekunden können wir nächsten Trank nehmen. Ja, wir kriegen Schaden. Na, wir müssen mal kurz gucken. Wir brauchen einen Trank. Oh Gott, wir brauchen unbedingt einen Trank. Hau mal bitte einen rein. Hab wieder einen falschen genommen. Ja, Trank kickt, passt. Knochenwanz ist immer noch 4 Minuten aktiv. Wir haben ihn schon ordentlich geschadet. Also wir müssen die Knochenwanzzeit einfach komplett nutzen. Ah, guck mal, wir haben komplett Ausdauer. Wir können hier mit Frostner reinbuttern wie Sau. Was macht er? Er kennt's aber auch immer schwierig. Guck mal, jetzt kommt der Meteoriten. Oh Gott, scheiße, 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 scheiße. Also wir kriegen doch Schaden, wir sind nicht safe. Irgendwie hat's davor so gewirkt. Oder wir hatten einfach nur Glück, dass keiner getroffen hat. Aber wir haben kaum noch Leben. Wir müssen echt gucken. Hier kommt ein totes Kido, wir sind am Arsch. Dass man aber auch immer so lange warten muss, bis man wieder einen Trank nehmen kann. Also eigentlich müssen wir jetzt dann die Zeit immer nutzen und Pfeile draufhauen, ne? Was ist das? Meteoriten? Ja. Boah, braucht der lange. Ja, weil wir müssen erstmal Leben hochkriegen. Es geht nicht anders. Dann scheiß drauf, dann krieg... Ah! Ich muss ein bisschen mehr auf ihn achten. Ich bin echt schlecht, es tut mir leid. Sonst war ich eigentlich gar nicht so bad. Na gut, Knochenwanz, da war ich auch ein bisschen scheiße. So, jetzt. Meteoritenhagel. Der ist eigentlich easy, man muss nur ordentlich ausweichen. Jetzt kommt dieser scheiß Strahl, der ist kacke, aber muss da eigentlich auch nur rennen. Das frisst halt alles immer Ausdauer. So, und jetzt macht er bloß diesen Schlag, oder macht er den nur, wenn wir in der Nähe sind? Den macht er, glaube ich, nur, wenn wir in der Nähe sind, ne? Ich habe ein bisschen was geblockt. Wir hauen jetzt einfach drauf, ich bleibe jetzt unter ihm. 104, 96, 83. Es ging. Also irgendwie scheinen wir doch nicht alles abzukriegen. Gott, wir haben kaum Leben. Alter Schwede, trotz Knochenwanst. Oh, 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 oh. Oh, oh. Wir können Trank nehmen, wir können Trank nehmen. 7, rein damit. 8. Welcher ist es denn? Die 8 ist es. Es ist immer verwirrend. Ich denke immer, gelb ist Leben. Warum auch immer. Macht keinen Sinn, aber... Bruder, mach nicht diesen. So, wir haben wieder Leben. Wir haben noch 2 Minuten Knochenwanst. Wir müssen jetzt draufhauen. Also es geht so... Na, obwohl eigentlich auch nicht. Ich glaube, wir kriegen trotzdem voll ab. Aber ich denke, es ist die beste Taktik, wie wir es gerade machen. Und jetzt wieder Pfeile drauf. Ich weiß nicht, ob er jetzt Ads holt. Hält der Baum das aus? Ja, Baum reicht. Meteoriten oder was ist es? Ja. Wir könnten es schaffen, Leute. Ah. Zu früh gefreut. So, Gerstenwein ist noch aktiv. Die Sache ist halt, wir haben noch Knochenwanst. Es wird halt nicht besser, wenn in einer Minute Knochenwanst rum ist. Aber ich habe auch gerade schon wieder zu wenig Leben, dass ich mich traue hier rein... Guck mal, jetzt hat er das Ding gemacht. Dann müsst ihr uns doch jetzt erstmal kurz damit in Ruhe lassen, oder? So, jetzt kommt wieder... Ich hänge. Okay, so ein bisschen Baumdeckung. Mehr oder weniger.
und wieder ein bisschen im Fernkampf gehen. Ich weiß nicht, ob es die beste Taktik ist. Wahrscheinlich nicht. Es gibt wahrscheinlich irgendeinen Move, wo du den innerhalb von einer Minute legst und kein Damage kriegst, aber... Das ist Strahl. Nee, das ist gar nichts. Das ist Strahl. Aber der geht nur in eine Richtung. Das müsste wieder... Ja, das ist Meteorit. Ja, wir sind schon mal besser als gestern, würde ich behaupten. Das war ziemlich lucky. So, wir können wieder Tränke reinpfeffern. 7 und 8. Wir haben noch 10 Sekunden Knochenwand. Super. Guck mal, jetzt vielleicht hinter ihn. Und hier auf sein komisches Skelettdings drauf. Oh ja, jawohl. Das hat gepfeffert. Aber Knochenwanst ist rum. Wir müssen vorsichtig machen. Meteoriten kommen. Jetzt dürfen wir uns wirklich nicht mehr hitten lassen. Aber er kriegt die auf den Kopf. Hast du es gerade gesehen? Also wenn wir... Wenn wir irgendwie günstig stehen, können wir vielleicht doch ein paar Meteoriten dadurch loswerden. Aber es kommen halt keine Ads. Ich weiß nicht, ob die gestern wirklich einfach nur in der Nähe waren oder ob er welche herbeiruft. Aber es sieht schon mal gut aus. Wir müssen halt gucken mit Knochenwanst. Am besten abwarten, bis er einmal schlägt. Dass wir das nicht gleich abkriegen, hingehen, 3-4 Mal reinhitten. Es kommen wieder Meteoriten. Aber die Frostpfeile waren schon mal eine verdammt gute Idee. Guck mal, wenn wir bei den Meteoriten uns ein bisschen hinter den Stein stellen, können wir auch ausruhen und kriegen wieder Ausdauer. Also müssen halt nicht die ganze Zeit rennen. Boah, es könnte klappen, Leute. Ich bin gespannt, aber Knochenwanst. Oder wir schießen 14 Minuten Pfeile auf ihn. Wie viele Frostpfeile haben wir denn noch? Oh, 12 Stück, geil. Ha, schön. So viel zum Thema. Stehen bleiben. Wir sind voll mit Leben. Was macht er? Nein, den Strahl. Nicht den Strahl. Oh, das hat wieder so viel. Das Ding hinter ihn rennen und drauf hitten. Ich glaube, das ist die Taktik. Aber die Ausdauer kackt. Wir müssen Ausdauer nehmen. Können wir noch nicht. Und abhauen. Und wieder Pfeile, damit er nicht so viel hochhielt. Ah, ah. Alter Schwede. In der Sekunde gecheckt, dass welche kommen und direkt einen in die Fresse gekriegt. Bruder. Aber es sieht schon mal besser aus als gestern. Ich habe nur ein bisschen Schiss, wenn die Frostpfeile leer sind. Auf 50 müssen wir dort reintreffen. 49. 32 sind wir. Wir sind schon bei den normalen Pfeilen angelangt. Ne? Also wir haben wieder volles Leben. Ich weiß halt nicht, ob das Schild überhaupt was bringt. Ne, er macht Strahl. Da müssen wir abhauen. Er soll bitte einmal angreifen. Ja, genau diesen. Hat uns doch erwischt. Aber es geht mit dem Schaden her. Und zack, jetzt schön mit Ausdauer hier reinkloppen wie so ein Bekloppter. Reinkloppen wie ein Bekloppter. Nein! Nein! Warum kriegen wir so krass Schaden? Nein! Warum war unser Gerstenwein zu Ende? Scheiße! Oh nein! War unser Gerstenwein zu Ende? Ich hab's nicht mitbekommen. War der Brand jetzt so krass? Fuck! Fuck! Oh, super. Scheiße. Jetzt können wir uns eigentlich hier nur... Wir haben von dem einen gar nichts mehr. Ach Mann, Alter, es lief doch so gut. Was ist denn jetzt passiert? Scheiße, das ist richtig Mist. Oh, ich hab's überhaupt nicht gecheckt. Gar nicht. Ich guck runter, sehe auf einmal, wie es extremst runterhittet und denke mir, was ist denn jetzt los? Wir müssen jetzt sofort zurück. Wenn er sich nochmal heilt, dann kann ich ja wieder 2 Stunden lang Tränke herstellen. Komm, gönn mal ausgeruht. Wir haben ja Leichenlauf aktiv. Oder? Eigentlich müssten wir doch... Ja, wir sind schneller, ne? Ja. Stand das nicht mal irgendwo da? Keine Ahnung. Also jetzt müssen wir halt ein bisschen hoffen. Wir gehen halt komplett ohne Rüstung rein, aber... Es ist jetzt nicht der Ernst. Och Leute, Alter, ich war so gehypt. Wir haben... Oh Mann! Das scheiß Portal ist in den Arsch gegangen. War bestimmt Loxi. Jetzt ist der wieder komplett voll und wir müssen irgendwo hin und haben keine Rüstung. Och,
wie viel Pech sollst du haben in dem Spiel? Wahrscheinlich ach, nur wegen dem Gerstenwein. Hätte ich einfach so Kack-Gerstenwein genommen. Wir müssen zum Twurgerdorf, brauchen ein Boot. Aber da ist er wieder komplett voll. Ach, scheiße. Ah, wegen so einem dummen... Es kann nur der Gerstenwein gewesen sein. Es muss halt... Der Brand muss so reingehauen haben. Also das Brennen halt, ihr wisst schon. Ah. Kurz durchatmen, ich schwitze schon wieder ohne Ende. Es ist... Ah, Leute. Werfe ich gleich die Trophäe hier ab. Ach, wie viel Pech sollst du haben in dem Spiel, ne? Wirklich, wie viel Pech. Es lief so verdammt gut. Also nicht perfekt, aber es lief gut. Das muss man schon mal sagen. Edelholz, Bronze, ne, Edelholz haben wir bestimmt schon wieder nicht mehr, ne? Ich kenne mich doch. Doch. Ich nehme alles zurück. So, Edelholz, was hat's noch gekostet? Hirschfell, Harz, Bronzenägel. Ich glaube, Bronzenägel hatten wir. Könnten wir uns notfalls herstellen. Ist halt die Frage, ob er jetzt gleich... Wie schnell hielt er sich, ne? So, 80 Bronzenägel. Ach, Mann, Alter. Das regt mich richtig auf. Wirklich richtig auf. Na klar. Mach jetzt eine Bronze, du. Werd hier böse. So. Dann war es noch ein bisschen Hirschfell. Wir müssen halt auch erstmal dann Rüstung und alles umziehen. Na gut, er ist relativ langsam. Ah, Mann, ich wollte ihn legen. Es lief gut. Wir hatten eine geile Taktik. Ich weiß nicht, wie viel war es denn jetzt? 10 Hirschfell bloß. Ich will jetzt auch nicht zu viel mitnehmen, dass wir uns nicht gleich das Inventar komplett vollmüllen. 10 Hirschfell, das. Wie viel Edelholz war es? 30. Ich pack's mal lieber weg, falls wir unterwegs sterben, brauchen wir wieder Edelholz für ein neues Boot. Und jetzt noch 10 Harz, ne? Harz, Harz, Harz. Hier unten 9 und 10. 20, was mache ich denn? Haben wir jetzt alles? Ja, wir brauchen jetzt noch 10 normale Holz für eine Werkbank. Ja, und müssen uns mal noch irgendwas anziehen. Er wird bestimmt wieder komplett voll sein. Wenn es so ist, dann können wir bloß unsere Sachen holen, müssen erstmal wieder Rückzug machen, weil dann reichen die Tränke schon wieder nicht. Ach Mensch, ich war so gehypt. Naja, komm. So ist das Spiel, ist auch schön, wenn es so ist, anstatt zu einfach, wenn du überall einfach mit Dauerkloppen durchkommst, macht es ja auch keinen Spaß, sind wir mal ehrlich. Was haben wir denn jetzt noch an Waffen? Wir haben natürlich Silberschwert und Frostner, hier, Schwarzmetallschwert und Frostner mitgenommen. Wir haben einen Bogen, wir haben auf jeden Fall auch ein paar Nadelfeile. Ja, Frostpfeile können wir dann auch nochmal herstellen, brauchen wir auch mehr. Wir werden aus jedem Versuch schlauer. Das muss man schon mal sagen, ja. Aber ich glaube, wir haben, na doch, wir haben den Streitkolben. Und das, so, auf geht's. 16 Minuten Gemütlichkeit passt. Wird's jetzt gerade Nacht, dann gehen wir nochmal eine Runde schlafen. Na, obwohl. Nee, wir gehen keine Runde schlafen. Auch wenn uns weniger Gegner entgegenkommen würden. Aber gleichzeitig auch mehr Zeit vergangen, er sich vielleicht auch mehr hochgehielt. So, Twurgerdorf. Ebenen. Ebenen 2. Entweder habe ich es hier ganz rechts hingebastelt oder es heißt schon wieder falsch. Sammeln. Das ist aber auch dunkel. Nebellande, Muttistein, Haldor, Erkundung, Ebenen, Knochenwanst, Opfersteine, das ist Schlange. Hä? Ebenen 2. Ach hier, haben bloß kein Schild oben drauf gebastelt. Sorry, war dumm. Ich trinke noch fix einen Schluck. Dann machen wir weiter. Wir haben bestimmt jetzt direkt getötet, weil ich einen Schluck getrunken habe. Nee, sorry. Bisschen schlechte Laune gerade. So. Mit Daumen drücken, dass keine Seeschlange kommt. Wir haben mit so einem Edelholzbogen nicht ganz so geil. Haben wir hier trotzdem noch eine Werkbank stehen? Nee, die habe ich alle abgerissen, als ich die umbenannt habe.
Ah, der Wind ist mal mit uns. Glaubt ihr es? Naja, gut so halb, aber trotzdem. Da geht's wieder rüber. Ich sag mal, ist nicht allzu weit. Trotzdem kacke gelaufen, aber die Materialien müssten ja noch da liegen, dass wir das Portal wieder aufbauen können. Kälte. Sowas gibt's noch. Lange nicht gesehen da oben, das Statussymbol. Na, wir könnten noch ein kleines Stück weiter rüber. Aber bitte lass jetzt keine Seeschlange kommen. Das wäre richtig bescheiden. Und bei meinem Glück, ich weiß gar nicht, wo war denn die letzte? War die nicht irgendwo hier? Kein Plan, ob die ganz normal wieder spawnen. Na, der Wind ist einigermaßen okay. Und wir sind dann nicht weit weg. Zur Hauptsache, das Portal steht erstmal wieder. Vielleicht stellen wir es doch noch ein bisschen weiter weg. Ich weiß halt nicht, ob es ein Meteoritenhagel war. Also wäre wahrscheinlicher, als wenn Loxys angreift. Dann dürfen wir auf jeden Fall nicht so in die Nähe von dem Portal rennen. Ich glaube, hier irgendwo war das letzte Mal, aber scheiß drauf. Seeschlangen sind nur einmal im Jahr. Und die war letztens erst, also wir sind safe. Haben wir dann hier zwei Boote stehen. Wir müssen mal eins abreißen, die Materialien mitnehmen. Eigentlich wäre es schlau, immer so ein komplettes Boot als Materialien in den Kisten gelagert zu haben. Ach, ärgerlich, ärgerlich. Wir hätten es wirklich cool schaffen können. Aber wir brauchen noch mehr Frostpfeile. Ich weiß halt nicht, ob wir jetzt unsere Sachen holen und es weiterhin probieren. Ich sag mal, es kommt halt ein bisschen drauf an, wie viel er sich jetzt geheilt hat. Also wenn der jetzt wieder dreiviertelst voll ist, sehe ich das eher nicht so. Knochenwanz wäre dafür bald wieder aktiv. Da müssen wir halt doch mal noch einen zweiten Fermentierer bauen, weil es dauert wirklich einfach viel zu lang, bis die Tränke fertig sind. Guck mal, die Todeskitos holen wir uns direkt. Ich habe keinen Bock auf Überraschungsangriff. Kommt her. Kriegen wir die überhaupt geblockt? Ja. Passt. Was hat's gemacht? Was war da? Komm doch her. Hallo. Kuckuck. Hallo? Ah, ich depp. Nee, doch, ging. Ist halt die Frage, ob Loxy jetzt hier irgendwo rumrennt. Ich bin halt echt nicht so gerne nachts hier am Start und ich weiß nicht, ob hier noch Terblobs sind. Oh Mann, ey. War ganz schön aufregend. Buh. Hat sich aber versteckt hinterm Felsen. Hallo. Hier oben liegt's. Ja, Glut. Ja, das mag noch nichts heißen. Ich fall nicht nochmal drauf rein. Keine Werkbank. Nein, doch, wir haben Holz. So, wir stellen das jetzt trotzdem mal ein Stück weiter weg. Ist ja eigentlich scheißegal, wo das Portal steht. Hauptsache ist safe. Am besten hier so hinterm Stein, wo es keiner sieht. Jetzt lass es bitte Schlange gehießen haben. Also am Schild heißt es Schlange. Aua. Ja, komm, dich holen wir auch noch. Sind die mir mehr gefolgt oder wo kommen die jetzt alle her? Ja, da hinten rennen nämlich auch schon wieder welche mit Fackeln rum. Na, wir versuchen jetzt erstmal unser Zeug wieder zu kriegen. Eigentlich ist die Nacht gerade richtig kacke. Wir haben nur noch 10 Minuten ausgeruht, aber... Jetzt müssen wir mal gucken. Wir sind irgendwo hier vorne gestorben. Ah, die sind relativ weit weg. Guck mal, wie wenig der noch hat. Wir waren so krass gut eigentlich. Ja. Man könnte es probieren, ich hab Bock. Scheiße, der ist direkt hier. Oh oh. Nimm alles. Alles, was geht. Ja, der Rest war bloß Stein und ein bisschen Schwarzmetall. Scheiß drauf, jetzt rennen wir erstmal wieder weg. Die Rüstung aus. Wo ist er denn? Da hinten. Die Rüstung an.
Ja, knapp die Hälfte. Wir haben schon noch ordentlich Tränke, ne? Bloß mal gucken, dass er nicht seinen Laserstrahl macht und wir rennen wieder direkt zum Portal. Eigentlich scheiße, was ich gerade schon wieder mache. Wir hauen uns jetzt so ein Dings rein. Aber ich müsste hier mal noch ein bisschen was umpopeln. Kannst du mir kurz eine Minute geben? Wäre das möglich? Ja, wir haben halt auch nicht die perfekten Lebensmittel gerade drin. Warte mal, er macht erstmal das, jetzt sind wir safe. So, jetzt gönn mal den guten Bogen hin. Das dorthin. Wo ist Frostner? Frostner hierhin? Was kommt? Meteoriten kommen. Und. Wo haben wir denn die anderen Tränke? Hier. Zack, das noch hin. Frostpfeile sind nicht aktiv. Wir haben da noch, na, 5 Stück. Gut, hätten wir uns auch sparen können. Knochenwanst aber gleich wieder am Start. Es könnte noch klappen, Leute. Ich hätte es nicht gedacht, aber wir haben eigentlich noch ganz gute Tränke. Mehr Ausdauer als Leben. Nee, andersrum. Ich habe es schon wieder verwechselt. Entschuldigung. Knochenwanst gleich am Start. Wollen wir ihn direkt rein? Na, wir nehmen ihn rein, wenn wir hingehen, oder? Wir hauen ihm jetzt erstmal ein paar Pfeile rein. Ich will erstmal auf Nummer sicher gehen. Gerstenwein hält halt nur 10 Minuten. Vielleicht fängt die Wurst bald an zu blinken. In dem Spiel kommst du auch auf Sätze, ne? Vielleicht fängt die Wurst gleich... Ah! Scheiße! So, jetzt lass mal kurz gucken. Haben wir jetzt die gute Rüstung komplett? Ah, wir haben gar keinen Helm an. Gepolsterter Helm. Gepolsterter Brustpanzer. Was habe ich... Oh Gott, er ist gleich hier drüben. Was habe ich denn gemacht? Was haben wir denn jetzt? Eisenbeinschienen auch nicht. Zieh doch mal die Kacke jetzt an. Ja, die Wurst blinkt. Ja, die Wurst blinkt. Wird ein neuer Ballermann-Hit. Das ist okay. Ich will keine Eisenbeinschienen. Wo sind unsere Beinschienen? Die guten. Hier. Haben wir jetzt alles richtig an. Das sieht gut aus. So, Frostner. Warte, gutes Lebensmittel. Was fehlten? Hier, nee, das fehlt. Hätte nicht sein müssen, gebe ich zu. Knochenwanz reinhauen. Mit Frostner hin. Was macht er? Nein, er macht Laser. Wir hauen uns direkt das rein. Scheiß drauf, müssen wir jetzt kassieren, aber wir können ordentlich reinhitten. Wir haben Ausdauertrank drin. Jetzt kommt wieder Meteoritenhagel. Wir müssen Dings reinhauen. Leben. Ja, Meteoriten gleich vorbei. Nein, es kommt Terplops. Wir sind eingeteert. Wir sind am Arsch. Wir sind völlig am Arsch. Och Mann, wo kommen die denn jetzt her? Wir sind völlig am Arsch. Nee, das kannst du knicken. Das war's. Jetzt sterben wir hier komplett bei den Terplops auch noch. Wir kommen nicht weg. Kannst du nichts machen. Eine Sekunde noch geteert. Wir sind weggekommen, warum auch immer. Irgendwie haben sie kurze Pause gemacht. Ach man, jetzt fuck mich doch nicht ab. Jetzt haben wir Knochenwanz aktiv und haben hier irgendwelche Teerwichser rumrennen. Entschuldigung. Ihr seid einfach Wichser. Wir hatten die ganze Zeit keine Ads. Es war so ruhig. Na gut, das lockt sie am Anfang, aber ich glaube, das war Zufall. Gut, wir haben uns gekümmert. Nein! Wie sieht's gerstentechnisch aus? Darf mir nicht nochmal passieren. 120 Leben ist mir eigentlich ein bisschen zu wenig, um zu ihnen zu rennen. Komm, ja, es kickt hoch. Komm, jetzt mach mal deinen dummen Schlag. Nee, er macht wieder Feuer. Dings. Jetzt macht er seinen Schlag. Wir haben nur kaum Ausdauer, das ist das Problem. Aber 140 Leben, wir hitten rein. Wir bleiben jetzt irgendwie mal so unter ihm stehen. Komm, wir probieren es nochmal. Ja. Nee, wir müssen weg. Ah! Nein! Und Fullinger, wir haben das scheiß Schild noch, ich Depp. Aber es könnte klappen, Leute. Wir müssen echt nur aufpassen. Uns darf kein großer, grober Fehler passieren. Ein großer, grober Fehler. Das ist, wir hatten die ganze Zeit nicht so wirklich Ads, ne? Wir hatten echt Schwein. Ich frage mich halt immer noch, ob das andere Schwert geiler wäre, aber wir machen es, wir ziehen es jetzt mit Frostner durch. Scheiß drauf. Wir hauen hier gleich mal nach. Das ist Meteorit? Nee. Wir haben nur noch Nadelfall. Mann!
die machen halt fast gar nichts, ne? Guck mal. 18 Schaden. Na, wir bräuchten unbedingt die Frostpfeile wieder. Sag es, wir haben noch Knochenwanst, aber ich will noch ein bisschen Leben regenerieren. Aber wir könnten auch schon wieder einen Trank nehmen. Guck mal, jetzt hat er gerade Meteorit gemacht. Nein! Und jetzt kommt noch dieser scheiß Strahl. Ich habe uns eine Ausdauer-Med gegönnt. Scheiß drauf. Reinkloppen, 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 reinkloppen. Wir hauen uns noch einen Lebenstrank mit rein. Oh, guck mal. Ging jetzt der Lebenstrank? Nee, der ging nicht. Ich treffe nicht. Oh, wir hatten so viel Zeit, aber ich habe geguckt, ob das mit den Tränken irgendwie hingehauen hat. Scheiße. Warum sind wir so lahm? Ah, ich glaube, wir hätten ihm gerade richtig Schaden zufügen können. Wir haben noch 1,5 Minuten Knochenwanst. Jetzt war er aber mit uns, oder? Wir haben viel Leben. Mach mal deinen Schlag, bitte. Ja, er macht ihn. Das ist halt immer die Ausdauer. Wenn wir jetzt richtig Zeit hätten zum Reinprügeln, ne? Guck mal, wie lange der jetzt gebraucht hat. Wenn er sich erst rumdrehen muss, ist definitiv besser. Also von hinten schlagen. Und bei den Meteoriten hauen wir ab. Anders geht's nicht. Aber ich glaube, so kriegen wir ihn gelegt. Wird ein bisschen Überlänge heute. Wir haben wieder Leben, wir haben Ausdauer. Er macht... Nee, ist... Ich glaube... Doch. Wir brennen. Gerste ist noch am Start. Darf mir wirklich nicht nochmal passieren. Wir hätten noch mehr Schläge machen können. Aber ich glaube, ich habe die Taktik. Ich denke, die Taktik zum Sieg ist mir langsam bewusst. Aber geiler Bosskampf. Schwer, aber geil. So, Leben voll, Ausdauer passt auch. Wir könnten gleich wieder Tränke nehmen. Er macht seinen behinderten Schlag. Zack, Gerste ist noch aktiv und wir... Jetzt hauen wir richtig rein. Jetzt muss er leiden. Ach, Frostner, ich weiß nicht, ist das Frostner, was so viel Ausdauer kostet oder was genau ist es? Aber viele Schläge können wir echt nicht machen. Gerste 2 Minuten noch. Ich weiß nicht, ob wir es mit den Pfeilen komplett lassen, weil es halt doch immer so viel Ausdauer frisst. Solange jetzt hier nicht noch irgendwelche Stufe 2 Fullinger und totes Kitos kommen, ist alles gut. Er macht seinen Schlag. Wir hauen uns Ausdauer rein. Ah, Knochenwanst ist vorbei. Dann sollten wir... Ja, wir können keine 14 Minuten jetzt warten, bis wir wieder Knochenwanst nehmen können. Brauchen halt Leben. Wir könnten uns einen Trank reinschmeißen. Aber wenn wir eh gerade ein bisschen auf Abseits gehen, ihr wisst schon, vielleicht hauen wir doch noch ein paar Pfeile rein, damit das Leben erstmal hochgeht, dass wir nicht direkt einen Trank nehmen müssen. Ah, war das knapp. Alter Schwede. Jetzt kommen wieder Meteoriten. Ja. Viel ist nicht mehr. Sind wir mal ehrlich. Nein. Wo sind wir denn eigentlich hingerannt? Man sieht ja auch überhaupt nichts mehr vor den ganzen Effekten und Leuchtzeugs und was auch immer alles. Also Leben wäre fast voll. Das ist Meteorit oder Schlag? Meteorit. Nein, warum hat uns denn einer getroffen? Ah nein, oh nein, Mann, wie viel Pech kannst du haben in dem Spiel? Oder vielleicht holt er die doch ran. Hier drüben ist das Dorf. Jetzt müssen wir uns erstmal um Loxi kümmern. Geht wirklich nicht anders. So, dich block mal. Du willst nicht. Noch ein Fullinger. Scheiße. Nein, wir sind... Das ist ein anderes Dorf und wir haben noch einen Berserker angelockt. Ach, komm. Da sind noch Loxis. Ach, scheiße, ey. Ich glaube, der Berserker lässt relativ früh los. Aber die Loxis hier machen mir ein bisschen... Das Problem ist, die ganze Zeit, die wir jetzt verbrauchen, heilt er sich wieder hoch. Es war dumm. Wir sind zu weit weggekommen. Viel zu weit. Kein Ausgeruht mehr läuft. Ah, Mann. Es ist aber auch so ein Auf und Ab hier der Gefühle. Denkst, jawohl, gleich klappt's. Gleich haben wir einen. Und dann kommt auf einmal ein so ein Loks und du rennst in ein Dorf und die Welt sieht schon wieder ganz anders aus. Die beiden sind weg. Ich glaube, Loks hat losgelassen. Der Berserker kann uns, glaube ich, egal sein.
Halt nur die Frage, wo Jagdloot rumtingelt. So, wir hauen uns gleich einen Gerstenwein rein. Kannst du gerade nicht zu dir nehmen. 7 Sekunden. Wo ist er? Hau den Gerstenwein jetzt rein. Jawohl. Da ist er. Wir sind voll. Wir nehmen wieder Frostner. Gucken mal, was er macht. Erstmal schreit er nur. Ist das Meteorit oder Schlag? Nee, das ist Schlag. Perfekt. Hin. Und Attacke. Volle Kanne drauf jetzt. So, Meteoriten kommen. Wir müssen abhauen. Leck doch jetzt. Alter, mach sowas doch nicht bei einem Bosskampf. Leben sieht noch ganz gut aus. Wir könnten eigentlich nochmal hin. Tränke können wir auch reinpfeffern. Er macht den scheiß Strahl. Jetzt macht er seinen Schlag. Müssen wir nur weit genug weg sein. Und hin. Jawohl, er braucht lange. Meteoriten kommen. Ah, ich kann nicht wegrennen. Nehmen wir Leben, nehmen wir einen Trank. Ja. Alter Schwede, jetzt haben wir aber gerade alles auf einmal abgekriegt. Scheiße, und jetzt kommt wieder Fullinger. Guck mal, wie wenig der noch hat. Scheiße, die Lochse. Alter, wir müssen woanders hin. Boah, spannend. Wir haben bloß noch einen Gerstenwein, ne? Nicht, dass uns das am Ende noch das Genick bricht. An den anderen haben wir gerade genommen. Eigentlich müsste es passen. So, komm, mach deinen... Ja, er macht seinen Schlag. Hat uns zwar getroffen, aber scheiß drauf. Wir haben keine Ausdauer. Kacke. Aber er lässt sich gerade feiern. Guck mal. Nur jetzt müssen wir weg. Wurde trotzdem getroffen. Zweimal. Alter. Wo rennen wir schon wieder hin? Oh, Jungs, Mädels da draußen, was ist hier los? Was für ein geiler Kampf. Boah, er kostet auch echt Energie. Wir müssen halt mal wieder hier zu seinen Belebungsstätten-Dingen. Hier war relativ safe, da hat man viel mehr Ruhe. Wo ist er? Da hinten. Mach ich überhaupt Schaden? Ja, ein bisschen. Meteorit. Es war halt schon geiler hier mit den Steinen. Da warst du auf jeden Fall komplett safe. Bin mir nicht sicher, ob wir ihm überhaupt noch mehr Schaden machen gerade. Oder ob wir uns die ganze Zeit nur im Kreis drehen. Wir haben halt auch echt nicht viel Lebenregeneration. Guck mal, wie lange die 115 schon da unten steht. Das kannst doch keinem erzählen. Vielleicht doch andere Lebensmittel nehmen müssen. Aber die waren ja eigentlich alle schon on top. Wieder Meteorit. So, guck mal, da sind wir doch auf jeden Fall komplett safe, ne? Ja, also wir bleiben hier bei den Steinen. Ich weiß nicht, ich glaube, es verbraucht zu viel Zeit mit dem Bogen. Mit der Taktik. So, weg hier. Kriegen wir zwar trotzdem Brennen. Keine Ausdauer, ne? Es ist wirklich... Wir könnten zwar Trank reinhauen, aber das machen wir beim nächsten Versuch. Wieder Meteoriten. Wir müssen hier weg, wir müssen hier weg. Von wo kommen sie? Aua, einer erwischt. Wir brauchen Leben. Komm, wir hauen jetzt nochmal Leben rein. Scheiß drauf. Wir haben einen Lebensdrang noch. Ja, moin. Scheiß drauf. Das Leben kickt. Jetzt. Scheiß drauf. Kriegen wir ab. Ist egal. Macht nicht so krass viel Schaden. Aber wir haben ihn fast, Leute. Und wir werden es noch nicht schaffen. Wir müssen nochmal Ausdauer reinhauen. Komm. Klopp jetzt drauf. Scheiß auf die Meteoriten. Wir kloppen einfach drauf. Ich glaube, wir schaffen's. Jawohl. Oh nein, die können uns immer noch killen. Bruder. Alter, was ist das? Ha, wir haben es geschafft. Ich weiß es nicht. Geil. Boah, war das knapp zum Ende hin. Wir haben's. Jawohl. Alter Schwede. Das war jetzt aber echt Glück nochmal. Boah, ich muss erstmal alles einsammeln. Ich habe Angst, dass irgendwas wegbackt. Kein Platz im Inventar. Jawohl. So, zack. Ansonsten nur Stein. Und Hugin lässt sich nicht nochmal sehen, die Ratte. Wir killen hier den letzten Endboss. Nix, nicht mal Odin, nicht mal Hugin. Gar nichts.
Aber Alter, wir haben es geschafft. Was war das für ein Fight? Also es ging, hätten wir uns, also wäre das mit dem Gerstenbein nicht passiert am Anfang, dass wir mit der Verbrennung gestorben sind, wäre es halt deutlich besser gewesen, schneller vor allem. Aber scheiß drauf, ich denke, wir haben uns ganz gut geschlagen. Man muss so ein bisschen halt seine Taktik kennen. Dann ging es, gibt wahrscheinlich, wie gesagt, tausendmal bessere Wege, aber das ist mir scheißegal, wir haben es geschafft. Noch ein paar mehr Frostpfeile wären gut gewesen, aber ich denke, Nahkampf ist hier schon die Taktik. Boah, mal kurz durchatmen. Wir haben den letzten Boss besiegt. Ich habe zwischenzeitlich nicht mehr dran geglaubt, also wirklich nicht. Dann hier nochmal mit Boot und allem hin. Gott sei Dank war das Twogerdorf da, sonst hätte ich dort niemals im Leben Portal gebaut und wir hätten richtig verkackt gehabt. Aber geiler Kampf. Jetzt bin ich auch echt mal gespannt, was wir für eine Fähigkeit kriegen. Das will ich mir mit euch noch reinziehen. Was das für eine geile Fähigkeit sein muss. Hoffe ich zumindest. Wir können ja dann nochmal hierher. Die Lokse zwischendurch, das war nur ein Terplop, das war echt lucky. Also mehr hätten es nicht sein dürfen. Ich dachte wirklich kurz, wo wir geteert waren, das war's. Weil ihr wisst, wie es ist. Teer dauert 10 Sekunden, das Vieh schießt alle 6 Sekunden, da hast du halt echt ein Problem. Aber da hatten wir echt Glück, warum auch immer, aber es hat kurz eine kurze Pause gemacht, das Vieh. Boah, geil. So, was haben wir denn hier bekommen? Placeholder-Item for Jagdloot-Item-Drop. Wie jetzt? Ist nur ein Placeholder? Ich hoffe, es hat jetzt nicht gebuggt. Dass hier eigentlich irgendwas Geiles rumgekommen wäre, oder? Die Entwickler waren noch nicht so weit. Haben gesagt, wir haben erstmal einen Placeholder rein. Aber eigentlich hätte ja irgendwas Cooles passieren müssen. Weiß ich nicht. Muss ich nochmal googeln, was, ob das bei allen so ist oder ob nur bei mir. Will ich mich jetzt gar nicht drüber aufregen. Wir machen mal ganz kurz hier ein paar Sachen raus. Reicht auch schon. Was für ein Kampf. Wirklich. Geil. Alter, der hat echt Laune gemacht. Also tausend Dank nochmal für den Tipp mit dem Gerstenwein. Ich wäre da komplett ohne hin und hätte keine 2 Minuten überlebt. Ja, Frostpfeile, Frostner, definitiv auch beste Variante. Huh, geil. So. Wir machen's fertig. Schaut's euch an, die Reise. Da war er, der gute Eiktür. Relativ easy. Der Uralte war eigentlich auch so ein Kinderschlecken. Kinderschlecken? Klingt irgendwie komisch. Ist wahrscheinlich falsch. Knochenwanst war schon etwas härter. Die Drachenmutti war nicht ohne. War aber ein ziemlich epischer Kampf. Auch mit dem ganzen lilanen Licht, Nebel und alles. Aber der geilste Kampf war doch definitiv mit ihm. Nice. So, wir hängen was dran. Wo haben wir die Trophäe? Hä? Ach hier, oh Gott, ich dachte jetzt schon, ich habe sie liegen lassen. Jagdloot. Widerstand gegen magischen Schaden und Blitzschaden. Resistent versus Feuer, resistent versus Eis, resistent versus Blitz. Komplett, oder was? Kommt jetzt wenigstens mal Huguin. Ah, das finde ich ein bisschen schwach. Da bin ich enttäuscht, wirklich. Aber naja. Ja, okay, also an sich, Knochenwanst immer noch bester Skill überhaupt. Sag mal, das ist nicht schlecht, wenn du jetzt wirklich gegen irgendwas krass Feuer-Eis-Blitzmäßiges kämpfst. Haben wir jetzt aber allerdings erstmal nicht mehr vor uns. Also vielleicht kommt ja irgendwie in den Nebellande noch ein Boss, der ordentlich Feuer, Blitz oder Eis reinhaut. Wahrscheinlich wird es was ganz Neues sein. Aber trotzdem geil. Schaut es euch an, wir haben alle Opfersteine voll. Haben auch verdammt lange dafür gebraucht. Aber wir haben es geschafft. Geil. Ich freue mich. Ja, also wie gesagt, der Stream wird heute Abend sehr wahrscheinlich ausfallen. Ich muss mal gucken. Ich versuche es mit Eiswürfeln und Eimern und Ventilatoren irgendwie runterzukühlen. Wenn, dann wird er aber erst später starten, wenn wirklich draußen auch ein bisschen frische Luft ist und ich irgendwie versuchen kann, hier ein bisschen Kühle reinzubringen. Falls nicht, seid mir nicht böse, aber ist ja nicht 365 Tage im Jahr, 36 Grad heiß, also. Und bald kommt ein Klima. Dann wird es auf jeden Fall wieder ein bisschen zuverlässiger, was die Streams angeht. Ich danke euch fürs Zuschauen. Ihr wisst schon, die letzte normale Folge jetzt erstmal vorerst. Es kommen jetzt nur noch die Zusammenschnitte. Vielleicht bringe ich mal noch ein paar Special-Folgen. Und ansonsten sehen wir uns zu den normalen Let's Plays beim nächsten Update wieder, was ja hoffentlich bald kommen wird. Ich danke euch. Like und Abo nicht vergessen. Bis dahin. Macht's gut. You can't touch this. You can't touch this.